Vor gut einem Jahr habe ich zwei große Zwiebeln der Hakenlilie gepflanzt. Sie haben den Winter geschützt unter einer Laubschicht gut überstanden und sind im Frühjahr wieder stark ausgetrieben. Eine der beiden Pflanzen, die etwas sonniger steht, hat nun ihre ersten Blüten ausgebildet. Zwei Blütenstiele haben sich aus der Erde geschoben. Auch die Blätter haben beachtliche Ausmaße erreicht. Die ersten Blüten haben sich Anfang Juli geöffnet und in den nächsten Tagen werden noch weitere folgen. Jetzt benötigt die Pflanze nochmals Energie für den Sommer, weswegen ich düngen werde. Ich verwende für die Düngung Pferdedung-Pellets. Mit diesem biologischen Dünger kann man nicht viel verkehrt machen und eine Schädigung der Pflanzen durch Überdüngung ist nicht zu erwarten. Alternativ sind auch Hornspäne oder Braunkorn zu empfehlen, aber man kann natürlich auch einen mineralischen Dünger in Maßen verwenden. Zwei Fäuste voll Pellets reichen aus. Sie werden rund um die Pflanze verteilt und anschließend leicht in die Erde eingearbeitet. Man muss lediglich beachten, dass man dabei der Zwiebel nicht zu nahe kommt und sie beschädigt. Die Wurzeln befinden sich tiefer in der Erde und so besteht keine Gefahr, sie zu verletzen. Durch die Düngung bekommt die Hakenlilie nun genügend Kraft für die Ausbildung der Blüten. Da die Temperaturen zu dieser Jahreszeit ansteigen und es jetzt auch mehr trockene Phasen gibt, ist regelmäßiges Bewässern wichtig. Direkt nach der Düngung sollte angegossen werden, damit sich die Pellets mit der Erde verbinden. Aber auch danach sollte immer wieder auf Trockenheit kontrolliert und gegebenenfalls gegossen werden, denn Hakenlilien mögen einen feuchten, aber nicht zu nassen Boden. Jetzt kann die Gartenamaryllis in den Hochsommer starten und das Staudenbeet mit ihren großen Blüten bereichern.